lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. Ich glaube, alle können wir immer noch nicht rufen, weil wir waren noch nicht an der. An dem Speicherpunkt. Oh, da ist aber einer. Gib her. Yes. Puh, sehr schön. Können wir uns auch mal von dem ganzen Blut befreien? Und nochmal einen Stufenaufstieg. Auf HP. Jetzt Stufe 66 schon. Lass erstmal unten lang gucken. Jetzt kommt der Frauen. Nee. Das ist Tatsache zu groß. Ich wollte eigentlich nur den Speicherpunkt hier machen und dann weiter erkunden, ne? Oh, das ist schon wieder ein Teleporter. Okay, das können wir echt nicht aufmachen. Teleporter? Was haben wir jetzt? Sind wir ganz weit vorne hier, okay. Wenn wir das wieder nehmen würden, würden wir dann Tatsache wirklich zurückgehen oder ist das in einem anderen Ort? Schlupfrotmähne. Ah ja, perfekt. Erkunden wir weiter. So wieder da, die Waschmaschine wollte nicht mehr aufhören zu schleudern. Oh. Willkommen zurück, mein Bruder. Ich habe so keine Lust auf die da unten, ne? Deswegen gucken wir erstmal hier. Nee. Goldrunde 6. Hundis. Ja, aber die großen, bösen, super, mega Hundis. Und ich habe schon Probleme mit einem von denen. Und zwei will ich gar nicht denken. Kann ich hier bitte Oleg rufen? Och, das ist ein Oleg-freies Gebiet hier, ne? Ja, komm. Gucken wir das hier. Eieiei. Kommt der andere auch? Oh, der andere kommt nicht. Sehr schön. Aua. Nein! Nice. Dunkelschmiedestein 4, Bestienblut und alter Reißzahn. Okay, die sind anstrengend. Da muss ich mich einfach mal ein bisschen konzentrieren. Und dann geht das. Mühlstein 4. Können wir das Tor von hier auf ausmachen? Von hier auf ausmachen. Mhm.
Nee, können wir nicht. Gucken wir erstmal hier. Ja. Oh, nein! Nice. Einmal meine Fläschchen auffüllen. Sehr gut. Komischerweise können wir mit diesen Türen nichts anfangen, ne? Ich habe echt Angst, dass ich gerade einen Bug habe. Und ich die Türen einfach nicht probieren darf aufzumachen. Ach, das Spiel ist so schön. Ja. Ja, 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 ja. Absolut richtig. Die Türen wirken so, als ob das Abkürzungen sind, aber wir konnten die von beiden Seiten nicht aufmachen. Kommen wir, gehen wir mal weiter hier lang. Wenn wir wenigstens die Bestätigung bekommen würden, kann man von dieser Seite nicht öffnen. Aber nein, selbst das kriegen wir ja nicht mal. Bei 4. Wofür in Minen reingehen, wenn man hier einfach alles findet? Da hängen ein paar Leute. Auch nicht weiter. Okay, Pferd dürfen wir nicht benutzen. Macht auch Sinn. Dann gibt es jetzt nur noch eine Stelle, wo wir momentan weiter können. Ich habe aber echt das Gefühl, als ob wir einfach mit nichts interagieren dürfen momentan. Als ob das ein Bug ist. Das finde ich natürlich sehr blöd. War bei mir auch? Okay, gut. Dann ist es wohl kein Bug. Oh, what? Das ist ein Safe-Gebiet? Oh, hier ist Blight. Nice. Ist kein Bug, jo. Sehe ich dann jetzt auch. Hier sind auch Geister. Jetzt verstehe ich auch, was die Leute hier sind, die Geister sind. Die hätten wir auch freischalten können für den Bossfight sozusagen. Aber wir haben nur Blight. Wir haben... Sie habe ich schon wieder vergessen, wer das ist. Wir haben unseren Pop-Papa. Und wir könnten noch 3 weitere Leute rekrutieren. So cool. Reden wir erstmal mit Blight. Einer. Ich dachte, ich würde dich hier finden. Ich muss admit. I was a little worried. We missed our meeting. But it looks like you're still in one piece, eh? You must have heard by now, right? That Star Scourge Radahn holds Rani's fate in stasis. But once he's out of the way, it'll spring back into motion. So now, we
stand against the demigod once known as the strongest of them all. The way ahead is pleasingly simple. Oh. We fight. Sword and Fang. Okay. Höfliche Verbeugung. Und deswegen kennen wir sie nicht. Vielleicht redet sie mit uns, wenn wir ihre Geste machen. Haben wir sie? Höfliche Verbeugung. Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Jetzt? Nein. Sollen wir Radahn angehen? Hallo, Papa. You came. How delightful. Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is being held? Well, it is none other than General Radahn himself. To think, I could face a great champion of the Shattering, a demigod in the flesh. I quiver at the thought. Such is his frightful repute. But fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Be sure to get a good vantage, my friend. I, Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal. Den können wir dann noch haben. Das sieht aus wie ein Zwergtyp hier. Den kriegen wir wahrscheinlich in irgendeiner Mine oder so, die wir nicht gefunden haben. Er ist unser Onion-Papa. Der Onion-Knight. Gibt's auch ähnliche Charaktere bei sehr vielen anderen Souls-Teilen. Und ein ein Samurai hätten wir auch noch freischalten können. Sollen wir einfach mal rein? Na komm. Schade ja nicht, ne? Guck mal. Warte, habe ich ich habe alles, ne? Are you good and prepared, young chum? The festival begins. I see. When you are ready, come to me again. Yep. Auch eine schöne Sonnenuhr wieder. Gibt's hier noch irgendwas? Na, sollen wir das machen? Ich weiß ja nicht. Es wirkt halt so ein bisschen, als ob wir dann permanent was machen. Also etwas, was permanent dann bleibt. Das wäre natürlich erstmal nicht in meinem Sinn. Ha. Na komm. Gucken wir uns mal an. Let's go. Yes, absolut bereit. Let's go. Before we begin, allow me to paint you the full picture. Where the fuck? General Radahn is cursed ever to wander. Put a mask on. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Alter, sieht er krass aus. Howling at the sky. But now, we must make merry. Oh, gathering of champions, the revels begin. The celebration of war. The Radahn Festival. Ermutigender Ruf.
Uhu, I got the dragon. Nice, herzlichen Glückwunsch. Caster. You will find the field of battle past the church ahead, upon the shore under the fort. General Radahn is there, even now, divested of his wits, devouring corpses and howling at the sky. Okay, müssen wir mal mit unseren NPCs unten reden. Hey, Blight. Ne, okay.